Weitestgehend verschont geblieben ist der Landkreis Cloppenburg vom Sturmtief Friederike. Dennoch gab es vereinzelt Schäden. Kurz vor Mollbergen stürzte ein großer Baum auf die Straße. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung. Auch der Betrieb bei der Nordwestbahn ist eingeschränkt. Die Züge verkehren ab sofort mit reduzierter Geschwindigkeit. Hierdurch kann es im gesamten Streckennetz zu Verspätungen kommen, teilte das Unternehmen am Nachmittag auf seiner Homepage mit. Derweil hieß es von Seiten der Großleitstelle, dass das Sturmtief den Einsatzbereich nur gestreift hat. Die Kräfte zählten 75 unwetterbedingte Einsätze. Es wurden 5 Führungsstellen der Feuerwehren eingerichtet.